Herzlich willkommen bei Tales and More. Heute geht es um mein Bücherregal, das ich euch heute zeigen werde. Viele von euch haben es angefragt und die Maren hat das ja auch schon gemacht. Und heute bin eben ich dran und werde euch mein Bücherregal zeigen. Ich habe insgesamt 2 Bücherregale, also 2,5. Und die werde ich euch in insgesamt 3 Teilen zeigen. Das heißt, es wird 3 Videos über meine Bücherregale geben. Und bevor ich jetzt noch groß drumherum rede, würde ich sagen, wir legen einfach los mit dem ersten Regal. Ihr könnt schon sehen an der Farbordnung, dass ich das Ganze bis hier nach Farben geordnet habe. Und da oben beginnt es eben mit den helleren Farben und wird dann so ein bisschen dunkler, bis dann hin zu schwarz. Und unten sind dann noch andere Bücher. Da werde ich aber auch gleich dann noch dazu kommen. Am Anfang haben wir hier den weißen Teil, sage ich mal. Da geht es los mit Schildkrötenwege, was ich schon gelesen habe und sehr, sehr gut fand. Da könnt ihr auch gerne mal im letzten Hype-Check vorbeischauen. Da habe ich das Ganze nämlich auch schon rezensiert. Im nächsten Hype-Check werde ich euch noch Während ich vom Leben träumte unter anderem vorstellen. Das habe ich nämlich kürzlich ausgelesen und da werdet ihr demnächst dann auch noch eine Rezension dazu bekommen. This is How It Happened habe ich noch nicht gelesen. Das ist von Paula Stokes und darin geht es um ein Mädchen, welches eben ihr einen Unfall hat und dann eben ihr Gedächtnis verliert und nur durch ihre Social Media Profile dann mitbekommt, wie sie das Ganze eben wieder in den Griff bekommen soll, sag ich mal, weil sie eben einfach nichts mehr von ihrem Leben weiß und alles nur durch Instagram und andere Social Media Profile eben wieder erkennen muss. Dann ist das hier The Goldfinch von Donna Tartt. Da kommt ein Film raus, das habe ich mir gekauft, weil ich das einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig interessant finde. Und ich möchte das auch so ziemlich, ziemlich schnell noch lesen. Dann geht es weiter mit einem Buch, was ich auch noch nicht gelesen habe, und zwar The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky. Da habe ich nur den Film gesehen und möchte aber das Buch trotzdem noch lesen, weil es wahnsinnig viele Fans und Anhänger hat. Mostly Good Girls ist ein Buch von meiner Lieblingsautorin, also einer meiner Lieblingsautorinnen, und zwar Lila Sales. Und darin geht es um eine Mädchengruppe, wie ich das glaube. Ups, da fällt der E-Book-Reader hin. Da geht es, glaube ich, um eine Mädchengruppe, die eben anfängt, so ein bisschen, ja, einen drauf zu machen, sage ich mal. Und mehr weiß ich da auch noch nicht. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt darauf. Das ist in Deutschland übrigens gar nicht rausgekommen. Dann, wie gesagt, ist hier mein E-Book-Reader, wo ich manchmal in der Laune bin, E-Books zu lesen, ist der eben hier und mit dem kann ich dann einige E-Books eben einfach lesen. Daneben ein paar Süßigkeiten, aber die sind ja jetzt nicht so wichtig. Ihr müsst wissen, dass ich in diesem Bücherregal eigentlich viele Bücher noch nicht gelesen habe und eben im untersten Regal von meinem Bücherregal eben die Bücher nochmal aufsortiert habe, die ich wirklich ganz, 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 ganz toll fand und die ich eben behalten wollte. Und hier sind eigentlich eher die ungelesenen. Denn Mein Sommer nebenan von Huntley Fitzpatrick habe ich auch noch nicht gelesen. Das möchte ich aber demnächst auf jeden Fall lesen, weil es mich in Sommerstimmung bringen soll und weil ich da richtig, richtig Lust drauf habe. Es soll eine ganz, ganz süße Geschichte sein. The Secret History of Us geht auch um einen Unfall und sie weiß, glaube ich, auch nicht mehr, was passiert ist. Ich glaube, es war noch mit dem Freund noch irgendwas, dass sie da nicht mehr Bescheid wusste. Aber das klingt auch wahnsinnig, wahnsinnig gut und ist von Jessie Kirby, von der ich auch das ein oder andere gute Buch schon gelesen habe. Weiter geht's mit 2 Büchern von Becky Albertalli. Das ist einmal Leah on the Offbeat und The Upside of Unrequited. The Upside of Unrequited ist ein eher Standalone-Book. Leah on the Offbeat ist ein Spin-off zu Love, Simon, also nur 3 Worte. Dann geht es weiter mit einem Buch über Ansel Elgort. Ich bin ein wahnsinnig großer Ansel Elgort-Fan und deswegen habe ich mir das mal gelesen, habe ich mir das mal zugelegt. Das habe ich, wie gesagt, auch schon gelesen. Kein Rockstar für eine Nacht habe ich noch nicht gelesen, aber das wurde mir von der Tammy unter anderem wärmstens empfohlen. Genuine Fraud ist auch falsch rum. Genuine Fraud habe ich auch noch nicht gelesen. Das ist tatsächlich auch signiert von der Autorin. Ich habe von ihr bisher nur So lange wir lügen gelesen. Jetzt finde ich gerade die Signatur nicht. Da ist sie. Ah, hier. Also tatsächlich auch von ihr signiert. Ich habe bisher nur So lange wir lügen von ihr gelesen, aber darin geht es eben auch um eine Lügnerin, eine sehr, sehr große Lügnerin, die eben nicht mehr aus ihren Lügen rauskommt. Und das will ich auch noch unbedingt lesen. Dann geht es hier weiter mit meinem absoluten Lieblingsbuch und das ist History is All You Left Me von Adam Silvera. Das liebe ich ganz, 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 ganz besonders, weil es einfach ein ganz tolles Buch ist und weil die Charaktere toll sind und der Autor einen wahnsinnig guten Schreibstil hat. Genau wie hier meine Tribute von Pan im Ecke. Da sind so ein paar Fanartikel und auch das Foto, was in Madame Tussauds entstanden ist.
aber vor allem natürlich der goldene Schuber, den ich wahnsinnig, wahnsinnig schön finde. Weiter geht's dann hier mit der roten Lina-Richtung, sag ich mal. Der Sommer, als ich schön wurde, von Jenny Hahn, ist eine neue Reihe, die ich eben von ihr entdeckt habe, aber noch nicht gelesen habe. Heartbeat Love wurde mir ganz, 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 ganz oft empfohlen, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das möchte ich auch diesen Sommer noch lesen. Never Never und Falling habe ich beide gelesen erst kürzlich und werde sie euch im nächsten Hype-Check eben auch vorstellen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein, wenn euch diese zwei Titel interessieren. Das hier ist 13 Wünsche für einen Sommer. Das habe ich schon wahnsinnig lange und habe bisher noch nicht dazu gegriffen. Ich weiß auch nicht ganz warum, aber das muss ich auf jeden Fall auch ganz bald noch lesen. Genauso geht es hier mit Bourbon Kings weiter. Das möchte ich auch noch unbedingt lesen. Das geht um eine reiche Familie, die sehr, sehr viele Geheimnisse hat und eben die aufgedeckt werden oder auch nicht aufgedeckt werden. Und das ist eine Trilogie, wie ich glaube. Vielleicht kommt da aber auch noch mehr. Aber das weiß ich bisher nicht. The Score von Al Kennedy ist der dritte Band dieser Off-Campus-Reihe. Ich lese im Moment den zweiten Teil, The Mistake, und werde danach vielleicht auch gleich den dritten lesen oder mir dann damit noch ein bisschen Zeit lassen. Forever in Love von Cora Carmack, das habe ich auch noch nicht gelesen, das möchte ich aber auch ganz bald lesen. Sebastian Fitzeks, Das Paket, da weiß ich noch nicht ganz, ob ich das noch lesen werde. Ich will es eigentlich sehr, sehr gerne lesen, weil ich noch kein Fitzek-Buch gelesen habe. Aber das ist bisher noch ungelesen. Genau wie Top 10 und Fireworks von dieser Autorin hier. Katie Cotugno. Das sind beides solche süßen Sommer-Roadtrip-Romane. Und die möchte ich auf jeden Fall auch noch ganz bald im Sommer lesen. Das gehört jetzt eigentlich gar nicht hierhin. Das ist eine Staffel von One Tree Hill. Aber irgendwie hat die das Ganze so ein bisschen abgerundet. Und I Hate Myself von Jane Dawson habe ich auch noch hier, weil ich diesen YouTuber einfach sehr, sehr gerne mag und auch noch seine Biografie lesen möchte. Dann geht es hier weiter mit einer Funko Pop, die ich geschenkt bekommen habe. Die ist custom, die gibt es also nicht zu kaufen. Die hat mir die liebe Kim gemacht, falls ihr die noch nicht kennt. Das ist die Kim Stream Art auf YouTube. Und die hat mir die eben geschenkt und da bin ich wahnsinnig, wahnsinnig froh drüber, weil ich sie ganz, ganz doll liebe. Mit den Büchern geht es hier los mit Dumplin. Das habe ich auch noch nicht gelesen, das möchte ich aber auch noch lesen. Das geht so ein bisschen um Body Shaming und eben einfach ein Buch über den Erfolg und dass man eben nicht irgendwelchen Idealen entsprechen muss, um eben Erfolg zu haben. Wicker King kommt erst bald raus, da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Dann ist hier ein Buch über Shawn Mendes. Ich bin ein wahnsinnig großer Shawn Mendes-Fan und wollte eben auch dieses Buch dann eben lesen. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Mr. President macht es sexy, klingt wahnsinnig gut. Es geht um eine Präsidentensituation, wie man eben dem Cover und dem Titel auch schon entnehmen kann. Und ist von Katie Evans, das habe ich tatsächlich aber noch nicht gelesen. Milk and Honey habe ich schon mehrmals gelesen, weil ich es einfach so wahnsinnig liebe. Aber das steht trotzdem bei den Ungelesenen, weil ich es eben bald auch mal wieder lesen möchte. Always and Forever ist falsch rum. Lara Jean ist von Jenny Hahn, ist der dritte Teil dieser To All the Boys I've Loved Before Reihe. Und den habe ich auch noch nicht gelesen. We Are Okay habe ich auch noch nicht gelesen. Leider, das möchte ich auch ganz bald lesen. Das zweite Leben des Travis Coates habe ich noch nicht gelesen. Das möchte ich aber auch ganz bald lesen. Das klingt nämlich wahnsinnig interessant. Und Jemand ist in deinem Haus habe ich auch schon gelesen. Habe ich auch euch schon im Hype-Check vorgestellt. Manche Mädchen müssen sterben, hat mir die liebe Julia gegeben. Und darin geht es um eine Geschichte in dem Stil von 13 Reasons Why. Aber irgendwie besser, meinte sie. Und deswegen möchte ich das auch ganz bald lesen. Bevor wir jetzt zum nächsten Bücherregal kommen, würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss für den ersten Teil von der Bücherregal-Tour. Schaltet auf jeden Fall bald auch wieder in den zweiten Teil ein, dann erzähle ich euch nämlich von den gelesenen Büchern und auch noch weiteren.